Ums Geld geht's am Volkstheater Rostock im Moment mal nicht. Dort hat das Drama um den ehemaligen Intendanten eine Fortsetzung bekommen. Schauen wir mal auf das, was bisher geschah. Im März 2015 bekam Sevan Laçinyan seine Kündigung. Die wurde dann 2 Monate später wieder zurückgenommen. In diesem Jahr, im Juni 2016, bekam er dann die nächste Kündigung. Und dann landete alles vor Gericht. Das Landgericht Rostock hat heute ein Urteil in diesem Fall gesprochen. 3 Wochen hatte sich der Richter Zeit gelassen für diese Entscheidung. Das Anstellungsverhältnis von Intendant Sevan Laçinyan bestehe ungekündigt fort, heißt es heute in seinem Urteil. Für Laçinyan ein Erfolg. Ich bin sehr froh und echt dankbar dem Landgericht Rostock, dass es heute bestätigt hat, dass mein Einsatz für so viel wie möglich Arbeitsplätze, Sparten und Kunst am Volkstheater Rostock rechtmäßig war und ist. Der Richter sieht zwar eine Pflichtverletzung Laçinyans, das reiche aber nicht für eine Kündigung. Er hat in seinen Urteilsgründen hierzu ausgeführt, dass die häufig kritischen öffentlichen Äußerungen des Theaterintendanten von der Meinungs- und Kunstfreiheit gedeckt seien. Die einzige ihm zu Last zu legende Pflichtverletzung bestünde darin, dass er gegenüber dem Betriebsrat vertrauliche Überlegungen des kaufmännischen Geschäftsleiters offengelegt habe. Noch vor 3 Wochen zeigte sich Laçinyans Verteidiger, der linken Politiker und Anwalt Gysi, sogar kompromissbereit. Er bot dem Volkstheater einen Vergleich an, also die Zahlung eines Geldbetrages an Laçinyan. Im Gegenzug sollte dieser seine Klage zurückziehen. Der Anwalt des Volkstheaters lehnte ab. Das Urteil heute für ihn überraschend. Wir müssen jetzt abwarten, bis das Urteil in der schriftlichen Fassung vorliegt. Daraus ergibt sich dann ja, welche Entscheidungsgründe letztendlich diese Entscheidung tragen. Die muss man sorgfältig prüfen und muss dann überlegen, ob man auf der Basis dieser Begründung in die Berufung geht. 4 Wochen hat das Volkstheater Zeit, in Berufung zu gehen. In zweiter Instanz werde dann der Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht verhandelt. Bis dahin ist die Vollstreckung des Urteils, also die Wiedereinstellung Laçinyans als Intendanten, nicht zu erwarten, so die Gerichtssprecherin.